Hi, ich bin Jonas von Lesenet und ich habe hier den Medion Live P6301, richtig? Ja. Ein 6-Zoll E-Book-Reader, Ink-Display, Touchscreen, allerdings relativ wenig spiegelnd, wie man sieht. Also ich bin hier auf der Messe, habe eine Lampe direkt über mir, sieht man, wenn ich das Display entsprechend halte, aber ich sehe mich nicht, was auf jeden Fall schon mal positiv ist und mehr als zum Beispiel von der Sony Touch Edition zu erwarten gewesen wäre. Bei diesem Stand bin ich hier im Hauptmenü, habe die Möglichkeit einmal über den Touchscreen zu navigieren, natürlich, kann aber genauso gut die Tasten hier unten verwenden. Also habe hier zwei Möglichkeiten zu navigieren. Gehe mal in ein Buch. Das hat den nächsten Button. Ah, okay. Habe hier ein bisschen Open Source Literatur. Ist das vorinstalliert beim Gerät, wenn es in den Verkauf kommt? Okay, ist nur bei diesem Muster hier. 2 GB Speicherplatz kann man vielleicht an der Stelle mal anbringen, erweiterbar über eine MicroSD-Karte. Das Slot ist hier unten. 3,5 mm Kopfhöreranschluss haben wir hier auch noch zum Hören von MP3s, die das Medion-Gerät auch unterstützt. Ich gehe mal in so ein Buch rein, geht alles relativ zügig. Hab dann hier eine relativ ungewöhnliche, wie ich finde, zweispaltige Ansicht. In der kleinsten Zoom-Stufe gefällt mir nicht schlecht. Also die Schrift ist auf jeden Fall lesbar für ordentliche Augen. Hab's mit Multitouch funktioniert, klappt natürlich nicht. Kann nicht so viel erwarten für unter 200 Euro, wie Medion sagt, was das Gerät hier kosten wird. Ändere mal die Schriftart. Über einen Touch machen. Genau, kann ich auch über einen Touchscreen machen. Die S-Größe ist. Passt das hier mal, genau. Die Größe hier an ist jetzt schon ordentlich groß, also auch für schlechtere Augen auf jeden Fall noch geeignet. Und kann hier ein bisschen blättern. Oder eben auch diese Tasten hier benutzen. Ja, ist eine Taste, glaube ich, also eine VIP-Taste auf einer Seite nur angebracht. Habe keinen Lagesensor. Nein, kein Lagesensor, aber ich kann das selbst aktiv umdrehen. Ist auch nicht unbedingt geeignet, wenn ich auf der Couch liege und lese, dass ich sich automatisch dann dreht. Also ich möchte schon aktiv bestimmen, soll sich drehen oder nicht. Klar. Also das iPad hat dafür ja noch so einen Schalter, um das aktive aber Drehen zu können. Aber auch erst in der zweiten Moment. Stimmt, ja. Auch da noch. Aber komplett umdrehen kann ich es nicht. Also so herum. Ja. Wäre interessant, um als Linkshänder so zu blättern. Ach so, okay. Weil die Tasten nur auf einer Seite sind, aber ist auch kein Must-Have. Ich kann suchen, ich kann die Schriftart ändern, Lesezeichen setzen und so weiter. Ich gehe mal zurück ins Hauptmenü. Mit der Taste, oder? Okay. Hab hier einen Bookstore, also integriert ist hier Wireless LAN. Das Modell gibt es auch mit 3G oder wird es mit 3G geben? Fragezeichen. Das ist im nächsten Jahr. Okay, 2011 mit 3G. Das Modell hier, wie gesagt, im Dezember 2009 schon zu haben für unter 200 Euro. Allerdings habe ich hier auch die Möglichkeit, auf einen integrierten E-Bookstore zuzugreifen. Über Wireless LAN, wie gesagt. Hab einen Explorer, was eine Suchfunktion ist, oder? Genau. Zeig mir sämtliche Dateien an, zum Beispiel auf meiner eine SD-Karte oder ähnliches da anschließen, kann ich auch der entsprechend nach den Dateien suchen und die rüber kopieren. Okay. Ein Wörterbuch ist hier noch nicht vorinstalliert, wird es aber geben. Favoriten, Musik, wie gesagt, Möglichkeit, das Ganze als MP3-Player zu benutzen, mit 2 GB intern und bis zu 32 GB über eine MicroSD-Karte auf jeden Fall auch eine Option, sage ich mal. Können wir uns mal anschauen, wie das Screen hier aussieht? Interne Lautsprecher hat es nicht, denke ich, oder? Okay. Ah, schön. Bekomme ich hier das Cover? Nee, das ist ein statischer Bildschirm, ne? Genau. Okay. Super, also sehr leicht, liegt gut in der Hand. Würde ich mal so auf 250 Gramm. 220 Gramm. Ein gummiertes Gehäuse, liegt gut in der Hand. Wiegt natürlich weniger edel als die Sony Reader mit ihrem Alu-Gehäuse, ist dafür aber leichter und nicht fingerabdrucksempfindlich sozusagen. Also auf jeden Fall auch schon gut verarbeitet und ein gutes Gefühl in der Hand. Also wirkt es nicht irgendwie Industrieplastik billig. Medion Live P6301 E-Book Reader ab Dezember zu haben für unter 200 Euro. Quellen stehen noch nicht fest, haben sie gesagt. Vielleicht auch unter anderem Namen. Auf jeden Fall im Medion Shop. Alles klar, ich danke Ihnen.